Hallo und herzlich willkommen bei Space Engineers. Ja, heute im Stream, glaubt man gar nicht. Ja, moin, nicht? Was haben wir denn letztens gemacht? Also, liebe die Zuhörer, wenn es noch nicht kennen, weil die Folgen nämlich jetzt gerade noch nicht raus sind. Ah, die Luna ist abgestürzt, stimmt. Oh, wir müssen die wieder hochbuddeln. Eieieiei. Und wir haben keine Ressourcen hier unten, ich weiß das noch. Ich nehme das mal mit. Oh, wir haben keine Ressourcen mehr. So ein bisschen. Oh Gott, das wird ein Spaß. Eigentlich müsste ich wieder zurück in den Himmel. Also zu unserer eigentlichen Raumstation. Vielleicht kriegen wir die Luna noch tragfähig. Zumindest, dass wir die hierher schiffen können. Das wäre mir eigentlich ganz wichtig. Und das gegnerische Schiff, da müssen wir nochmal gucken, was wir mitmachen, nicht? Ich finde mich ein bisschen interessant, aber zu machen. Okay, ich nehme mal nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen werden. Okay. Habe ich alle Flaschen dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Und ich wurde ja getötet. Oh nee. Ich hoffe, ich habe hier überhaupt noch Flaschen drin. Ich hatte zweimal Oxygen. Ich hatte zweimal, dreimal das zur Verfügung. Den brauche ich nicht. Ich habe ja meinen Dreier nicht mehr da. Die sind ja alle die Biege gemacht im gegnerischen Schiff. Das mal mit. Okay, I do not have any flask. Es macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Ist total bekloppt. Ich habe weder Silber noch Nickel. Gut, jetzt habe ich auch ein bisschen übertrieben zugegeben. Kein Nickel. Uff. Uff. Finden wir hier unten Nickel auf die Schnelle? Silikon, Magnesium, Gold. Ich will nicht 20, ich muss laufen. Ich hoffe, so lange reicht alles. Ein bisschen kann ich fliegen. Hui. Vielleicht finden wir doch irgendwo noch Nickel. Oh, ein bisschen ruckelt's noch. I see that. Oh ja, oh ja. Oh Gott. Wenn das jetzt kein Stream-Fail wird. Gott. Aber es ruckelt auch gerade bei mir, von daher könnte er sich gleich wieder legen. Da oben ist Silizium, da oben ist unsere Basis. Oder sollen wir einen Selbstmord machen und oben wieder starten und gucken, dass wir vielleicht mit einem Rettungsbötchen hier runterkommen? Würde ich fast schon sinnvoller halten. Als wenn ich mich hier jetzt durchquälen würde. Ich meine ja nur. Ich könnte ein bisschen angenehmer werden. Ich bin bei satten 60 FPS, also es kann... Ja, okay, es geht. Es geht im Stream, es geht wirklich. Aber ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ja, dann lege ich mal alles wieder ab. Das hat gerade so gut mit uns funktioniert. Ich lege alles hier ab, das ist mir jetzt Wumpe. Wenn ich sterbe, dann lande ich hier oben. So, tot. Sorry, Freitod. Ist halt so. Okay, dann... Ab zur Raumstation. Sexy! Übrigens, das ist unsere Nicht-Luna. Das ist unser... Wie soll ich ihn nennen? Bohrfrost. Er sieht schön aus. Und er bohrt und er macht, was er tun soll. So. Was machen wir denn? Als allererstes. Wir haben so viele Ressourcen. Das macht mir so viel Spaß. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, bitte.
Dann einmal hier 10 raus und einmal hier 10 raus. Dann sind wir erstmal safe. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein kleines Luna-Rettungsschiff gedönt da zusammenknüppeln. Damit wir die Luna tatsächlich nochmal retten können. Ihr merkt, an Ressourcen sollte es uns nicht mangeln. Ja, was soll ich sagen? Kommen hier vielleicht mal vom Assembler so die Sachen? Danke. Also, dann kann ich den hier rausnehmen. So, so. Da habe ich wieder meine leckeren Sachen. Ah, ich kann endlich wieder schweißen alles. Ach ja, ich weiß noch, was ich brauche. Mal zurück in den Assembler. Ah nee, nicht in den Assembler, in... Oh, nicht in den Tank. Wie heißt denn das dumme Viech? Nicht leer. Wo ist denn unser Eis gelagert? Ach, hier. Ach, guck mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Haben wir 10 Flaschen dabei. Sollte uns nicht ausgehen. Ja, also das... Fast gegen diese geknallt. Das ist jedes Mal aufs Neue so ein Spielchen. Also, wir hatten die Luna. Und die Luna ist ein wirklich tolles Schiff. Hi, Skullhead. Wie geht's dir, lieber Scullyboy? Ich bin gerade so ein bisschen am Schnacken, was wir alle so gemacht haben für die Leute, die jetzt nicht im Let's Play waren. Nicht im Let's Play waren, die das noch nicht gesehen haben. Also, das ist unser Bohrfrost. Der Bohrfrost, der sägt alles. Wir hatten eine Luna, das war ein Raketenschiff. Das war richtig schön ausgebaut. Und wir wollten ursprünglich... Bleib da! So. Wollten ursprünglich da runter zu dem da. Haben dann aber noch einen etwas sehr starken Gegner getroffen. Dem wir dann nach erfolgreichem Abschießen hinterher sind. Erfolgreichen Abschuss. Und unser Schiff hatte... Wie soll ich sagen... Nicht genug Treibstoff, nein. Nicht genug Kraft, um sich von der Erde abzuheben. Die 1,0G haben den ja echt förmlich gefressen. Was dazu führte, dass wir einen wunderschönen Aufprall auf dieser Erde hatten. Zum Glück ist unsere Basis nicht weit weg. Und da liegen 2 Schiffe. Oh, das ist ein Krampf. So, und ich habe hier ein Problem noch mit dem Schipple. Oben geht man ja rein hier. Hui. Hat 0,31G. Wie man sieht, und das ist alles künstlich. Nur der Planet selber hat ein paar G. Wir haben ein Problem. Ein ganz großes Problem. Wir sind erstmal hier durch den Hangar durch, ey. Oh, ich muss das Ding überhaupt nochmal beleuchten. Hier, ihr seht ja die ganzen Bohrer. Ich habe Mist gebaut. Tatsächlich ganz große Kacke. Ich bin ehrlich. Das habe ich noch nie erlebt. Also, diese Bohrer. Ihr seht, ich habe einen Wartungsraum eingefügt. Problem ist, der Erweiterungsraum ist erstmal komplett Nonsens und die, wobei ist nicht Nonsens, aber die eine Schiene hier kann eigentlich komplett raus. Das hat zur Folge, wir müssten das Ding eigentlich komplett umbauen. Wenn ihr jetzt aber seht, wie viele blöde Bohrer dran sind, wie gesagt, dann erscheint das Problem in einem ganz neuen Licht. Eigentlich müsste ich tatsächlich anfangen, hier abzukratzen, nach und nach. Weil ich eigentlich in der Mitte anfangen müsste. Und ich habe noch ein bisschen Angst davor. Aber eigentlich müsste ich das mal machen. Weil zum Beispiel hier... Okay, das ist jetzt zum Beispiel gut. Der Bohrer müsste eigentlich hier ran. Also hier schon ran. So, und ihr seht, manche sind vielleicht auch ein bisschen defekt. Jetzt in dem Fall haben wir Glück. Ja... Er merkt das Problem, ne? Das heißt, der Bohrer muss halt hier hin. Ja. Dahin und... Genau, die Bohrer müssen eins nach hinten und hier kommt so ein Convenier hin. Den mache ich aus dem da. Das ist der Bohrer. Ich will den Bohrer. Ich will auch kein Rohr bauen. Kein Rohr verlegen. So. Hier kommt ein Förderband hin. Also ein Convenier. Oder Convenier. Oder keine Ahnung, wie das sich das ausspricht. So. Und so müsste es halt jetzt mit jedem gehen. Und das kann ein bisschen dauern. Aber ich muss das jetzt echt mal machen. Ihr merkt, hier ist alles noch Taco.
krass, aber der fängt nämlich schon an, ein bisschen rumzuzicken. Upp, nee, da, da. Danke, danke. So. Oh Gott, das kann ewig dauern. Eigentlich... ja. Genau. Schweiß ist dran, ist okay. So. Eigentlich könnte ich die ganze Reihe raussortieren erstmal. So, so. Und gleich können wir ja sehen. So, da kommt der weg, der weg. Ich frage mich, welche defekt sind, weil irgendwelche Dinge müssen hier defekt sein. Definitiv. Und ich wette mit euch, ich werde nur Fehler machen. Ich werde irgendwann mal den Überblick verlieren. So. Oh, hier seht ihr zum Beispiel, hier fehlt einer. Das dürfte nicht sein. Hier fehlt auch einer. Das dürfte auch nicht sein. Aber das ist nicht schlimm, denn der hier kommt schon eins nach hinten. Das heißt, der Convenier müsste eigentlich hier vorne sein. Aber den gibt es nicht. Warum nicht? Bin überfragt. Brauche ich eigentlich diese Convenier? Das war ganz doof. Braucht die doch gar nicht. Braucht nur die Bohrer. Und die Bohrer verbinden sich ja miteinander. Ah nee, stimmt. Wenn der jetzt weiter vorne ist und der weiter hinten, dann brauchen wir zwar tatsächlich den Convenier nicht. Aber das ist ja auch eigentlich Wumpe. Das heißt, hier dran kommt schon der Convenier. Ich hoffe, das geht. Ich habe keine Ahnung. Das wird lustig. Ja, genau. Bohr ist wieder weg. Sechs wieder ab, meine ich. So. So. Und der hier ist noch eins hinten. Das heißt, er kommt eigentlich dahinter. Ja. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen einfach alles ab? Machen das komplett neu? Ist mir jetzt auch egal. Wir machen das nochmal komplett neu. Es war eine Fehlkonstruktion, alles gut. Chillt. Wir machen das alles schöner, besser, höher, besser, breiter, keine Ahnung. So. Ach, so ein Kaps, Alter. Was werde ich jetzt hier rumexperimentieren? Kill your own darling, wie man so schön sagt. Ja, moin, hallo. Muss man halt auch mal machen können. Man muss die Konstruktion auch mal abreißen, die man so sehr liebt. Und tatsächlich, ich habe für diese Konstruktion... Oh, X-Lobal. Hallöchen, die Königin. Wer zum Teufel ist die Königin? Das macht mir gerade Angst. Wenn... Ist okay. Oh mein Gott. Wenn du mir verrätst, woher du die Königin sein solltest oder woher ich diesen Ausdruck kennen sollte, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du diesen mir zu... Elisabeth? Elisabeth. Das... Königin Elisabeth. Okay. Die Anspielung habe ich zwar verstanden, aber mehr auch nicht. Von daher, hallo, ehret die Königin, ein herzliches, oh mein Gott, willkommen. Ja, ich habe wieder Mist gebaut, Moment mal. Das war ich nicht. Genau. Tschüss. Okay. Kann ich die Sachen eigentlich schon ablegen? Ach komm. Wir holen das Nötige, wenn es sein muss. Ja, fangen wir weiter an abzubauen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich gerne hätte. Vielleicht brauchen wir da noch keinen Wartungsschacht mehr. Aua. Ja, fliegt doch durch. Ach, hast schon. Haben die interne Panzerung? Oh. Aber die Bohrer haben... Ja, Stahlplatten. Jawohl. Das ist grandios. Das ist grandios. Die muss ich noch absägen jetzt mal. Oh Gott, ich werde die hier brauchen. Bleib hier, Junge. Wobei, der Stein kann weg. Der Rest kann bleiben.
Na, ich sehe jetzt, warum nichts funktioniert hat. Lass mich raten. Nee. Nö. Nö, die hatten sonst alles. Ich bin überrascht. Ich bin so überrascht, dass das irgendwie doch alles irgendwie zusammengepasst hat. So, weg damit, weg damit, weg damit. Ach, oben könnten wir ja noch. Wubbeliwupp. Passt. Irgendwie erscheint mir das so unglaublich unsymmetrisch. Ist vielleicht was kaputt gegangen? Sie will jetzt da in der Gaststätte gucken. Wunderschön. Guck ruhig in der Gaststätte. Das ist ein bisschen viel Spaß dabei. Aber ist da echt mal was abgefallen? Wollen wir mal einmal umdrehen? Habe ich da vielleicht irgendwas kaputt gemacht? Also nicht, dass ich mir das wünsche, aber... Na, guck mal, die konnte ich gar nicht reparieren. Doch, konnte ich von hier aus. Okay. Moment mal. So. So. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie man das macht. Ich säg einfach mal, komm. Ist jetzt auch egal. Oh, Mist. Stopp. Ich muss weiter. So, so, so. Komm. Säg weiter, säg weiter, säg weiter, säg weiter, säg weiter. Boah, sieht schon mal seltsam aus. Wir müssen das echt dann mal zukleistern und gucken, ob das alles dann wieder passt. Und hat der Geier nicht gesehen, Alter. Oh, ist da gerade Metall runtergefallen? Okay. So, so, so. Oh. Tschüss. Silizium könnten wir gebrauchen. Das auch. Stein kann... Ja, wenn der uns getroffen hätte, wären wir erstmal weg vom Fenster. So ich dich halt manchmal. Furchtbar. Silizium und Eisen. Okay, gut. Mehr Silizium als Eisen, definitiv. Oh Gott, ich sehe schon, wir bekommen gleich dicke Unwucht hier. So, so. Na komm. So. So. Okay, wir dürfen nur den einen dann nicht absägen. Uff, der Nico wird mich hassen. Wir haben so viel Arbeit darin verschwendet. Und jetzt kommt so ein Alex und sägt das wieder ab. Das ja, nee. Oh. Meine Energie zu neige. Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier so austobe. Ausraste. Austobe. Wo ist mein Deutsch geblieben? So. Huch. Komm, mit 21 Energie können wir auch noch mehr absägen. Nee, nee. Jetzt. So, so. Also ich überlege tatsächlich, ob ich nicht so einen Wartungsschacht lasse. Ja moin. Aber ich darf nicht mehr als... Ja, das ist gut, wenn er da ist. Ich darf aber nicht mehr als 2 Reihen machen, tatsächlich. Also, nicht... Ich muss halt beides erreichbar haben. Und wenn ich jetzt hier so sehe, ich konnte eben nicht beides erreichen, weil es so weit auseinander liegt. Das ist nicht gut. Also das, darum muss ich mich jetzt kümmern. Ist ja gut. Chill mal. Auf geht's. Wir haben genug Ressourcen auf jeden Fall. Lege ich mir erstmal kurz in die Kabine. Oh, Mann. Eieieiei. Was denn im Chat passiert? Ach, hat da jemand wieder gespammt. Nochmal einen auf den Sack. In meinem Chat macht keiner Müll. So.
Ich sorge hier für Recht.